heiß begehrt, die Ente. Heiß begehrt. Ja, wenigstens sind die Jungs jetzt schon mal frisch. Auch frisch angezogen. Kommt, wir gehen damit mal aber auf die Spieldecke, ne? Hier gehört jetzt hin, auf die Spieldecke. Oh, da werden sie schnell. Luca, du hältst nichts davon, auf der Spieldecke zu sein, oder? Und hinter jedem durchgestylten Kind steht eine Frau, eine Mutter, die froh ist, dass sie sich gerade mal geschafft hat, die Zähne zu putzen. Ich laufe hier noch im Pyjama rum. Normalerweise würdet ihr mich jetzt auch im Bademantel sehen. Allerdings ist der gerade in der Wäsche. Und ich habe auch einen neuen Bademantel. Den zeige ich euch auch, wenn er dann aus der Wäsche kommt. Weil auch der ist in der Wäsche, weil ich wasche generell einfach immer alles mal durch, wenn ich es neu habe. Und deswegen laufe ich entsprechend hier noch so rum. Während die Jungs natürlich schon total fresh sind und frisch gewaschen. Das ist das Leben einer Mutter. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Und dann habe ich auch wieder die Zeit und die Kraft, mich mehr um mich selbst zu kümmern, wenn ich alleine bin mit den Kindern. Ich möchte euch auf jeden Fall ganz herzlich zu diesem neuen Video begrüßen. Wir haben hier ein bisschen umgeräumt, falls es schon niemandem aufgefallen ist, jetzt anhand der kurzen Videoausschnitte. Gestern war hier bei uns quasi ein großer Umräumtag. Uns hat das alles nicht mehr so gefallen. Wir wollten ein bisschen, ja, eigentlich mehr Platz haben, aber wir haben ja jetzt nicht durch das Umstellen so richtig mehr Platz. Wir haben es einfach alles ein bisschen geschickter angerichtet, damit auch... Wo willst denn du hin, Leo? Musste mal kurz das Kind retten. Wir haben hier alles ein bisschen geschickter angerichtet. Einfach auch, damit die Kinder so ein bisschen ihre eigene Spielecke haben. Vorher war das ja mehr oder weniger so mitten im Raum. Ja, also die Couch dann in der Ecke und dann kam die Spielecke. Und jetzt haben wir eben eine komplett gesonderte Spielecke. Der Laufstall steht jetzt eben in der Ecke. Das ist dann die spätere auch Spielecke, wenn wir den Laufstall irgendwann nicht mehr brauchen. Hier haben wir dann die Puzzlematte aufgebaut, die wir natürlich jeden Morgen auch neu aufbauen, weil wir die nachts wegpacken wegen den Katzen. Aber so finde ich es eigentlich ganz schön. Haben wir auch hier Platz für die Federwege, da liegt jetzt noch Spielzeug drin. Weil das alles hier so mega zugestellt war. Hier neben stand direkt der Laufstall und die Puzzlematte, die war irgendwo hier. Jetzt ist es wirklich eine richtige Spielecke. Das ist natürlich jetzt nicht so schön gelöst, aber wir wollten da jetzt erstmal irgendwas davor machen, damit die Kinder sich eben nicht ständig an der Heizung stoßen. Die Heizung ist jetzt sowieso aus, weil es Richtung Sommer geht. Deswegen ist das ja auch vertretbar, da mal was dran zu kleben. Ist optisch natürlich nicht perfekt, aber es erfüllt, glaube ich, seinen Zweck, dass wenn die Jungs mal dagegen kippen, dass es eben nicht weh tut. Wo wollt ihr jetzt hin? Natürlich an den Schrank. Aber zieht mir jetzt nicht hier alle Schubladen raus, ne? Zeige ich das mal von der anderen Seite. Also dieses Kallax-Regal hier, das hatten wir vorher unter dem Fernseher. Der Fernseher hing ein bisschen weiter nach dort. Und das war umgekippt. Auf so einem Ständer stand das unter dem Fernseher. Und jetzt haben wir es eben hochkant gestellt, dadurch haben wir mehr Platz. Hier ist jetzt der Esstisch. Die Stufe müssen wir gegebenenfalls noch wegmachen, damit die Katzen hier oben wieder klettern können. Und hier ist jetzt einfach quasi unsere Essecke. Ist nicht ganz optisch perfekt. Julian hat auch erstmal gemeckert und sagte, ja, irgendwie sieht das total komisch aus. Der Fernseher hängt nicht mittig über dem Tisch. Ja, wir haben halt nur begrenzte Möglichkeiten und die müssen wir halt irgendwie ausschöpfen. Aber so... haben wir jetzt erstmal hier für die Kinder eben schön gemacht. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache, dass schon
ist ein bisschen mehr für die Jungs eben eingerichtet ist. Wir halten uns hier im Wohnzimmer ja sonst, wenn die abends im Bett sind, eigentlich nur auf der Couch auf oder eben mal am Esstisch. Es ist alles irgendwie, es fühlt sich irgendwie besser an, mal was umgestellt zu haben. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das eben hier etablieren wird. Ansonsten räumen wir halt nochmal um, ne? Vorher war das Regal noch gar nicht so interessant. Und jetzt wird ja irgendwie nochmal alles neu unsicher gemacht, weil es wurde ja umgestellt und die Jungs müssen ja auch erstmal alles entdecken hier, ne? Was jetzt hier anders ist. Luca natürlich ganz vorne mit dabei. Immer schön über seinen Bruder. Das hat sich ja nicht geändert. Er will immer noch immer über den Leo drüber klettern. Immer. Wir haben jetzt auch schon wieder 9 Uhr. Julian ist jetzt gerade eben los zur Arbeit. Heute ist es leider ziemlich düster draußen. Das drückt natürlich wieder direkt die Laune so ein bisschen runter. Die Lichtverhältnisse sind hier gerade auch schon wieder reine Katastrophe. Ich möchte aber irgendwie auch nicht unbedingt das große Licht hier anmachen. Weil es eigentlich Quatsch ist. Wir haben hier so viele Fenster und es kommt so viel Licht rein und wir haben tagsüber. Es ist nicht abends und es ist auch nicht irgendwie morgens, bevor die Sonne aufgeht oder so. Und dann versuche ich das eigentlich immer zu vermeiden, weil an sich ist hier genug Licht. Ja, wir sehen ja alles, aber zum Filmen ist es jetzt natürlich nicht optimal. Mensch, Luca, hast du nicht gut geschlafen? Ja, Leo, jetzt kommst du nicht mehr an die Ente dran. Kaum verlasse ich den Raum und gehe in die Küche. Sind die zwei außer Rand und Band und wollen natürlich hinterher, aber das kann ich jetzt einfach nicht gebrauchen, weil ich mir jetzt schnell mein Frühstück machen möchte. Und dann kann ich nicht gleichzeitig hier schmieren und auf der anderen Seite aber auch gucken, dass die zwei hier nicht die ganze Wohnung unsicher machen. Deswegen ist dieses Kinderschutzgitter einfach gut. Klappt natürlich nicht. Ich bin noch nicht annähernd fertig. Im Wohnzimmer läuft mal wieder Kindermusik, deswegen kann ich euch da gerade nicht unterhalten. Luca, der war sowas von müde gewesen. Ich weiß gar nicht warum, weil wir jetzt gar nicht so spät hatten. 9:30 habe ich ihn jetzt in die Federwiege gelegt, weil ich hätte ihn jetzt einfach nicht ins Schlafzimmer legen können. Weil ich hätte den Leo jetzt nicht so lange im Wohnzimmer alleine lassen können. Leo ist aber nicht müde, deswegen konnte ich jetzt auch nicht sagen, ich lege jetzt beide ins Schlafzimmer. Das ist halt der Struggle wie immer. Deswegen frage ich mich wirklich, wie das wird nach der Federwiege, wenn die mal wegkommt. Die können wir ja nicht für immer benutzen. Ich hoffe einfach, dass es sich dann doch wieder so einpendeln wird, dass halt beide mittags ja gleichzeitig schlafen. Die ganzen letzten Tage war es ja eigentlich vermehrt so gewesen, dass die beiden eben schon nur noch einen Mittagsschlaf gemacht haben und wir sie dann eben auch gleichzeitig hinlegen konnten. Aber seit gestern ist es wieder so, dass der Luca doch nochmal ein Vormittagsschläfchen braucht, der Leo aber nicht. Ich kann den Luca dann auch nicht noch bis zum Mittagessen ziehen. Das würde der nicht schaffen. Und der Leo spielt jetzt noch munter fröhlich eben im Wohnzimmer, während Luca schläft. Ich kriege die zwei da auch irgendwie nicht synchron. Die gehen abends gleichzeitig ins Bett. Wir stehen morgens gleichzeitig auf. Und trotzdem hat der Luca ein anderes Schlafbedürfnis als der Leo scheinbar. Und tagsüber essen die beiden ja mittlerweile auch gleich. Also morgens eine kleine Flasche. Dann gibt es für beide Frühstück.
Dann gibt es mittags auch für beide Mittagessen. Dann gibt es irgendwann für beide Nachmittagsbrei und den Abendbrei. Mittlerweile isst der Luca den tatsächlich auch. Deswegen kriegen dann auch beide eben jetzt gleichzeitig dann abends den Brei. Danach meistens nochmal eine Flasche angeboten für die Nacht dann. Trotzdem ist das mit der Müdigkeit eben leider nicht bei beiden gleich. Was ich eigentlich sehr schade finde. Ich hatte echt gehofft, wenn die beiden so mehr oder weniger gleichzeitig eben essen, also ungefähr um die gleiche Uhrzeit zumindest, wobei es ja jetzt schon sehr synchron ist. Ich fütter ja wirklich beide gleichzeitig immer. Hatte ich wirklich die Hoffnung, dass das sich dann auch mit dem Schlaf regelt. Aber ich glaube, ich musste einfach noch ein bisschen mehr Geduld haben, weil es wird nicht mehr so Ewigkeiten dauern. Ich meine, die sind jetzt schon über 9 Monate alt und man sagt ja, glaube ich, so ungefähr mit einem Jahr machen die Kinder dann nur noch einen großen Mittagsschlaf. Und dann geht das mit Sicherheit auch wieder. Aber solange diese Übergangszeit, die müssen wir jetzt halt einfach durchstehen, wird auch wieder bessere Zeiten geben. Ne? Ich würde am liebsten jetzt gerne duschen gehen, vor allem, weil ich jetzt hier auch neben der Dusche gerade stehe. Geht aber nicht, weil es schläft ja nur eins der Kinder. Und wenn der Leo wach ist, kann ich nicht duschen gehen. Das funktioniert nicht. Unser Badezimmer ist auch leider nicht so sicher, dass ich jetzt sagen könnte, ich nehme ihn mit. Hier steht die Klobürste. Hier ist auch wieder eine Heizung, wo man sich stoßen kann. Dann haben wir auch noch die Babybadewanne und sowas alles hier stehen. Da hängen Schuhe an der Wand, also so Badeschuhe haben wir aufgehangen. Hier ist auch ein Schrank, den er ohne Probleme aufmachen kann und sowas. Das ist mir irgendwie, ja, dafür ist unser Badezimmer auch einfach nicht groß genug, als dass ich sagen könnte, okay, ich mache das jetzt hier auch alles irgendwie babysicher. Weil im Normalfall gehe ich ja eh nur duschen, wenn Julian da ist. Und jetzt muss ich halt einfach Augen zu und durch und muss hier noch ein bisschen floddermäßig rumlaufen und warten, bis er eben heute Mittag nach Hause kommt. Und dann kann ich auch endlich duschen gehen. Ich gehe ja zum Glück jetzt nicht raus. Und der Einzige, der mich jetzt in diesem erbärmlichen Zustand sehen könnte, wäre der Postbote, der nachher kommt. Und der kennt mich in jeglichen erbärmlichen Zuständen, die ich hier schon so hatte, auch in der Schwangerschaft und auch kurz danach und so. Also dem ist das sowieso total egal. Also ich meine, es muss ihm ja auch egal sein. Ich glaube auch nicht, dass ich die Einzige bin, die dann manchmal so richtig floddermäßig rumläuft, wenn sie ihm die Tür aufmacht. Der liefert ja seine Pakete überall aus. Also ich merke jetzt langsam auch, dass es etwas schwierig wird, wo der Luca jetzt auch viel Brei isst mit den Gläschen. Und ich mache mir halt hin und wieder Gedanken, wie ich es jetzt demnächst machen soll, dass ich denen vielleicht doch mal selber irgendwie was zubereite, weil diese Gläschen, die gehen auch mächtig ins Geld. Es gibt zwar da auch günstige Marken, auch Baby Love zum Beispiel, von die Eigenmarke von DM. Die haben auch Brei, aber halt auch nicht so die viele Auswahl, die große Auswahl. Deswegen greife ich da dann doch auch am Ende immer noch mal irgendwie auf DM Bio oder auf Alana, auf, nee, nicht Alana, Alete heißt es, oder auf Hip zurück. Gerade Hip hat halt eine sehr große Auswahl. Und es ist halt auch einfach so super praktisch, dass halt schon alles fertig ist, weil, wie ihr wisst, schaffe ich es hier mittags eigentlich noch nicht mal zu kochen, wenn Julia nicht da ist. Und dann müsste ich ja doch wieder irgendwie vorkochen für die Jungs, in der Hoffnung, dass sie es dann noch essen und das dann aber einfrieren. Aber wir haben gar nicht so viel Platz im Gefrierfach, als dass ich da so verschiedene Sachen machen könnte. Klar, ich könnte alles pürieren, aber da fehlt mir halt auch einfach die Zeit für. Und dann eben am Ende auch der Platz, um verschiedene Gerichte zuzubereiten, weil die Jungs können ja auch nicht eine Woche jeden Tag das Gleiche essen. Das ist das Nächste, wo ich mich halt jetzt aktuell mit beschäftige. Und auch so Brot oder so, das funktioniert einfach noch nicht. Ich habe es ja schon ausprobiert. Klar, die lutschen das ab, aber die werden davon halt nicht richtig satt. Das ist eher so eine Beschäftigung für die, um die irgendwie bei Laune zu halten. Und am Ende des Tages haben sie danach trotzdem noch Hunger. Und wenn dann doch mal ein Stückchen abgebissen wird vom Toast, Vollkorntoast übrigens. Ich habe hier keinen weißen Toast komplett, das finde ich schrecklich. Aber da die Kinder gerne Toast essen, haben wir halt immer Toast da, aber eben den Vollkorntoast. Aber egal, ob das jetzt Brot ist oder Toast, sobald da irgendwie ein Stückchen abgebissen wird, fangen die beiden halt auch schon an zu würgen. Und die schaffen das einfach nicht, das runterzuschlucken. Also so ein Stückchen im Brei ist wieder was anderes, weil dann ist da ja auch noch irgendwie eine Soße oder ja irgendwie noch was Püriertes mit dabei, dass sie das so in einem, das flutscht dann so schön runter, wenn man es runterschluckt. Aber so ein Stück, was so, ich sag jetzt mal so ein trockenes Stück, ist ja nicht trocken, weil das ist ja Frischkäse oder sowas drauf, das schaffen die einfach nicht. Das ist so, als wenn ich jetzt zu Mirko sagen würde, hier, was weiß ich, wenn der Fieber hat oder so, nimm mal eine Schmerztablette, die wird der auch nicht runterkriegen. Und so ist halt das Problem auch aktuell noch bei den Jungs und die würgen und würgen und würgen. Entweder würden sie sich wahrscheinlich irgendwann übergeben, aber ich hole dann halt irgendwann das Brot eben wieder aus dem Mund raus und es ist halt natürlich auch eine Riesensauerei. Wenn sie dann wenigstens essen würden, wäre mir das aber auch noch egal. Müssen wir jetzt halt irgendwie eine sauren Apfel beißen, nur es ist halt wirklich extrem viel Geld, was da jetzt drauf geht für diese ganzen Gläschen. Morgens 2 Gläschen, weil jeder eins isst.
mittags zwei Gläschen, nachmittags zwei Gläschen und dann abends habe ich so einen Milch-Vollkornbrei, den rühre ich selber an mit so einem Pulver von Milupa. Das sind ja trotzdem immer drei Gläschen, zwei Kinder, also sechs Gläschen pro Tag, die ich da verschleudere oder verbrauche. Verschleudert ist es ja nicht, weil sie sind ja gut angelegt in den Kindern, aber so ein Gläschen kostet halt auch schon wieder 1 bis 2 Euro und dann geht es halt schon irgendwann ins Geld. Also ich kann nur hoffen, dass sich das bald irgendwie regelt und dass die zwei dann vielleicht auch irgendwie doch schaffen, ein bisschen was vom Tisch mit zu essen. Bis dahin müssen wir halt ein bisschen an anderen Ecken sparen und darf ich halt nicht so viel Babyklamotten shoppen oder so. Ich habe jetzt schon mal das Mittagessen vorbereitet. Also ich habe schon mal die Gläschen umgefüllt in die Breischüsseln. Das ist einmal buntes Gemüse mit Süßkartoffeln und Biohühnchen. Und Spinatgemüse in Kartoffeln. Und ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären, aber ich habe das einfach Hälfte-Hälfte jeweils in die Breischüsseln gepackt und gemischt. Weil ich habe das Problem bei diesem Spinatgemüse in Kartoffeln, dass der Luca das nicht so gerne isst. Ich aber davor noch zwei Gläschen habe und die natürlich auch wegbekommen möchte. Der Leo isst die aber nicht, weil ihm zu wenig Stückchen drin sind. Und der Luca isst es nicht, weil es ihm halt nicht so gut schmeckt. Und ich denke, Spinat kann man auch mit anderem Gemüse einfach mischen. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem, ne? Hühnchen ist da ja auch noch drin. Und mittlerweile isst der Luca ja auch zwischendurch schon mal ganz gerne Stückchen, aber halt auch nicht zu viele. Und deswegen habe ich es halt hier gemischt, weil dann ist insgesamt, ist es halt nicht so extrem stückig dann, wenn ich ein Gläschen ohne Stückchen noch drunter gemischt habe. Hier, das ist noch ein bisschen mehr mit Stückchen und hier habe ich ein bisschen mehr von dem Spinat reingetan. Ich schaue aber einfach mal gleich, wie die das so annehmen. Aber aktuell schlafen beide tatsächlich. Der Leo hat mir eben so ein paar Müdigkeitssignale gegeben und dann habe ich ihn einfach versucht, mit der Toni-Box, mit dem Schlummerbär im Schlafzimmer hinzulegen. Am Anfang wollte er nicht so richtig, aber er hat auch nicht geweint oder gequengelt, sondern er war ruhig, er hat auch den Schnuller im Mund, er hat sich auch immer wieder hingelegt. Aber dann hat er mal geguckt, wo kommt denn jetzt hier die Geschichte her und hat dann sich gedreht und so. Ich habe ihn dann ein paar Mal noch wieder richtig rumgedreht und dann irgendwann nach ein bisschen Kopfstreicheln und so hat er sich dann auch komplett hingelegt und ist dann auch eingeschlafen. Der Luca schläft jetzt aber auch schon seit fast einer Stunde, deswegen vermute ich, dass der Luca gleich wieder wach wird. Ich bin jetzt einfach nur gespannt wieder, wie es halt ist, wie lange jetzt der Leo schläft, ob die zwei jetzt gleichzeitig irgendwann wach werden oder eben wenn der Luca zuerst wach wird, weil der ja auch früher eingeschlafen ist, habe ich ein bisschen Angst, dass er dann auch zuerst Hunger kriegt und vielleicht dann so mitten im Brei wird dann der Leo wach und dann habe ich ein Kind, was hungrig ist und deswegen schreit und das andere schreit dann, weil es gerade wach wird. Kopfkino ist bei mir schon wieder an. Ich sollte mir wahrscheinlich einfach wie immer weniger Gedanken machen, denn irgendwie wird es schon klappen. Schmeckt das? Boah. Mahlzeit. Mahlzeit. Also die Kinder wollten nichts mehr. Und es ist leider Gottes noch die Hälfte vom Brei übrig. Also eine Schüssel haben sie sich geteilt und bei der zweiten gingen dann nur noch ein, zwei Löffelchen. Also war Spinat scheinbar doch nicht ganz so der Bringer. Oder? War Spinat gut? War der Spinat gut? Zack, da war der Schnuller weg. Nee, da ist er nicht runtergefallen. Der ist bei Luca runtergefallen, Schatz. Luca, was suchst du da? Kleines bisschen verdauen und dann könnt ihr gleich wieder spielen, ne? Papa ist zu Hause. Wer ist schneller da? Er kam. Wer ist schneller da?
Falsche Richtung, hallo, falsche Richtung. Oh oh, Luca, dein Bruder gewinnt. Fair ausholt. Gewonnen! Nur wo du hin willst, weiß keiner. Ja, dann geh doch zum Papa. Der ist doch da. Luki. Oh, bunte Fußnägel sind interessant, ne? Der Gürtel. Kannst du jetzt mal meine Füße hier in Ruhe lassen, Luca? Geh doch mal zum Papa. Toro! Komm her, du Stier. Ach, das ist gelb, ne? Du musst rot haben. Nee, gelb geht auch, okay. Hm, wo ist es hin? Alles egal, ne? Hauptsache rüberklettern. Und zack. Mir gut, dass ich dir was zum Klettern gestellt habe. Oh, er sitzt. Oh, ich kann endlich duschen gehen. Julian versucht gerade, den Jungs ihr Nachmittag frei zu geben. Allerdings höre ich hin und wieder immer wieder Geschrei. Oh, Entschuldigung, das ist die Spülmaschine, die ist fertig. Er hat jetzt auch ein bisschen Dancing Fruits dabei angemacht, weil er gerade so ein bisschen verzweifelt ist. Julian macht das ja nicht so oft mit dem Brei. Aber ich will ihm das nicht immer abnehmen, wenn er nämlich hier ist und ich jetzt zum Beispiel wie jetzt gerade was zu essen für uns Großen mache. Dann muss er da, sage ich jetzt einfach mal, ja, da muss er halt mal durch, weil auch er muss es ja hinkriegen, die Jungs zu füttern, den Jungs was zu essen zu geben. Und bei mir gibt es jetzt diese wundervollen Exemplare. Ich muss da jetzt allerdings noch ein bisschen Käse drauf machen. Dann kommen die nämlich gleich in den Ofen. Oh, irgendwie kommt hier nichts raus. Wenn ihr das Rezept haben wollt, es ist von HelloFresh. Ich kann euch aber gleich mal die Karte zeigen. So ein bisschen wie Pizza. Allerdings ist da Chorizo drauf, oder wie es heißt. Und auch Äpfel. Also es ist jetzt nicht so die klassische Pizza. Krümmel ja auch wieder alles voll mit dem Käse. Ich frage mich auch ehrlich gerade, wer das berechnet hat, weil ich finde, da ist viel zu wenig Käse dabei. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da noch eins liegt, was ich gar nicht gemacht habe, weil ich hier keinen Platz mehr habe. Der Käse, der reicht mit Sicherheit nicht. Ja. Der Käse ist jetzt leer. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Bisschen arm sieht das hier aus. Muss ich das hier noch so ein bisschen verteilen. Jetzt kommt das nämlich noch in den Ofen. Das sind so Fladenbrote. Dann ist da noch ein saure Sahne-Mix drauf mit Paprika-Gewürzen, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Äpfelchen sind hier. Dann haben wir ja die Chorizo. Hier so Frühlingszwiebeln und eben der Käse obendrauf. So soll das Ganze dann danach aussehen. Bei mir wird es mit Sicherheit anders aussehen. Den Salat, den habe ich schon weggelassen, weil mir in einer anderen Box leider der Salat gefehlt hat, habe ich den da verwendet. Aber ist nicht schlimm, weil das ist jetzt so ein bisschen wie Pizza und da muss man jetzt, finde ich, auch nicht immer unbedingt eine Beilage dabei haben. Ich würde sagen, die sehen doch ganz gut aus, oder? Erstmal sieht es appetitlich aus. Bin gespannt auf den Geschmackstest. Essen. Hat das was von Pizza? Nee, ich versuche noch herauszufinden, was das für eine Soße ist. Die schmeckt so, so süßlich irgendwie. Nee, da sind Äpfel drauf. Ist jetzt nicht der Geschmack, den man erwartet, wenn man das sieht. Dann erwartet man was Deftiges, aber schmeckt irgendwie süßlich. Ob das reicht? Hab da ein bisschen was an Vorrat zugelegt. Ja, ich war jetzt kurz im DM und habe mal eben 36 Euro ausgegeben für fast nur Gläschen. Und dann habe ich mir noch ein Shampoo, eine Spülung und einmal Abschminktücher gekauft. Aber der Rest waren alles komplett nur Gläschen. Eigentlich musste ich sogar 40 Euro, glaube ich, bezahlen. Aber ich habe jetzt auf DM Bio und auf Babylove, ich weiß gar nicht, ob ich Babylove jetzt überhaupt gekauft habe, und auf Alete, gab es irgendwie 20% über oder so über diesen Glückskind-Newsletter da, über diese Coupons, die man immer bekommt, wenn man eben in diesen Babyclub angemeldet ist. Finde ich super, super toll. Und dann habe ich durch Zufall gesehen,
dass ich auch einen Coupon drin habe, dass ich auf meine nächste Bestellung, allerdings ist es halt nur online dann, 10% Rabatt auf die komplette Bestellung bekomme, weil es irgendwelche Verzögerungen bei meiner jetzt aktuellen noch offenen Bestellung gibt. Ich hatte ja eigentlich so bestellt, dass der Gläschenvorrat eigentlich noch hätte reichen müssen, aber irgendwie, ja, ist meine DM-Bestellung eben immer noch nicht auf dem Weg, deswegen musste ich jetzt nochmal los. Und ich muss sagen, ich habe jetzt so viele Gläschen gekauft. Ich habe sie jetzt noch nicht gezählt, werde ich mal zu Hause machen. Ich bin nicht traurig drum, dass ich sonst immer online bestelle, weil es ist zwar nervig, die dann zu Hause alle einzeln auszupacken, weil die werden immer so 2- oder 3er-Packs, werden die immer in so Pappe eingerollt, damit die natürlich beim Versand nicht kaputt gehen. Aber das, was ich jetzt gerade hier zu schleppen hatte, ich musste erstmal überlegen, welche Tüte ich überhaupt nehme. Die müssen A, erstmal da alle reinpassen und B, muss es eine Tüte sein, die eben dann auch nicht reißt. Und die sind ja jetzt nicht unbedingt so mega leicht, diese Gläschen. Und ich kann ja auch nicht immer nur 5 Stück kaufen, weil sonst muss ich ja jeden Tag einkaufen gehen, da habe ich gar nicht die Zeit für. Noch ein Grund auch, wo ich sage, ich bin so froh, wenn die Jungs einfach bei uns dann vom Tisch mitessen oder halt irgendwie mehr Geduld haben, dass ich denen auch mal was zubereiten kann, weil aktuell ist einfach das Problem, dass mir die Zeit fehlt. Aber das habe ich ja schon gesagt. Selbst wenn ich jetzt weiß, okay, so in einer halben Stunde müssten die Hunger haben, habe ich nicht die Zeit, mich dann ums Essen zu kümmern, weil sie mich eben brauchen und mit mir spielen wollen und ich ja auch den Raum nicht verlassen darf, weil sonst ja auch aktuell das Geschrei total groß ist. Gerade ist es einfach blöd. Es ist einfach, ist aktuell einfach doof und ich mache gerade ein bisschen Mimimi und mecker so ein bisschen auf hohem Niveau, weil ich weiß ja, dass sich das ändern wird, aber trotzdem nervt es mich einfach total. Schade, man sieht dich nicht. Und ich bin... Nein. Und ich bin kein Caprio. Ich renn rum mit Open Duck. Geh ins Leib und Buje Lack. Ein Löffelchen für den Leo. Ein Löffelchen für den Luca. Leo, lass dich nicht veräppeln. Ich bin der Caprio. Warum legst du dich denn jetzt auf den Tisch? Och, bist du müde? Oder bist du wieder Opa Dag? Och nein. Da legt er sich einfach auf den Tisch. Hier kommt noch ein Löffelchen. Genau. Und ich hier hänge, einfach nur damit ich zurückrutschen kann, wenn du singst. Hier kommt noch ein Löffelchen. Und noch ein Löffelchen für den Leo. Nicht, lass du mal den Löffel los. Hallo, lass du mal den Löffel los. Den brauche ich noch. Da muss ich ja gleich noch mehr Brei machen, so schnell. Hallo, du sollst nicht auf den... Ihr esst ganz schön schnell, wisst ihr das? Dabei habe ich schon extra ein bisschen mehr Brei gemacht. Muss ich gleich noch eine Portion machen. Jetzt hast du es weggeschmissen. Luca! Und eine Lampe. So, die Jungs sind jetzt im Bett. Julian ist gerade duschen. Hier, die beiden schlafen. Man sieht nur immer nur den Leo, aber das kennt ihr ja schon. Weil der Luca liegt ja am Beistellbett und da braucht man einfach keine Kamera. Wenn der jetzt schreien würde, würde natürlich das Babyfon trotzdem angehen. Das heißt, ich habe jetzt gleich auch Feierabend. Naja, nicht so ganz, weil Mirko ist natürlich noch wach. Ich werde mir jetzt noch ein Vollkornbrot machen mit Räucherlachs. Ich liebe Räucherlachs und Avocado. Und da wir auch noch Eier übrig haben von Ostern und die auch nicht mehr lange haltbar sind, werde ich wahrscheinlich sogar noch ein Ei mit aufs Brot packen, ein hartgekochtes. Normalerweise mache ich sowas eher mit Brötchen, koche ich mir meistens eher ein Ei auf, damit das innen noch weich ist und damit das Ei auch vor allem noch warm ist, liebe ich total. Dann noch ein bisschen Maggi obendrauf, dann ist das für mich das perfekte Frühstück eigentlich, aber ich werde es jetzt zum Abendessen essen. Julian hat sich, glaube ich, eine Pizza bestellt, aber ihr kennt ihn ja. Und Mirko hatte zum Abendessen quasi das, was wir zum Mittagessen hatten.
Also hier variiert halt immer alles, was das Essen angeht. Wir gucken immer, dass jeder irgendwas findet, was er essen kann. Und dieses gemeinschaftliche Essen, das ist halt hier auch aktuell etwas schwierig, weil zum Beispiel Mirko isst zu Abend, entweder bevor wir die Jungs ins Bett bringen oder während wir die Jungs ins Bett bringen. Und da können wir aber halt nicht mitessen, weil A, haben wir dann noch keinen Hunger und B, kriegen dann meistens die Zwillinge gerade irgendwie Abendessen. Also wir sind schon, er sitzt da nicht alleine da, wir sind da ja dann alle im Wohnzimmer. Aber dieses richtige Zusammenessen ist halt im Moment einfach nicht so richtig drin. Das klappt leider auch mittags nicht, weil auch da schaffe ich es ja nicht immer pünktlich zu kochen. Und dann, wenn das Essen fertig ist, ist es oft so, dass dann auch die Zwillinge schlecht drauf sind, genau in dem Moment. Also ich schaffe es einfach nicht, den richtigen Moment abzupassen, dass wir wirklich alle in Ruhe zusammen essen können. Das machen wir meistens nur am Wochenende abends, weil dann bleiben auch die großen Kinder länger wach und dann essen wir alle zusammen, weil dann haben wir auch Hunger. Weil ganz ehrlich, wenn ich um 18 Uhr Abend esse, dann habe ich ja um 20 Uhr oder so wieder Hunger. Also wir haben jetzt 7:30 und ich mache mir jetzt gleich erst das Abendessen, wo Mirko eigentlich fast schon wieder ins Bett geht. Jetzt würde ich euch gerne verabschieden, damit ich jetzt auch gleich meinen Feierabend genießen kann. Ich werde heute ein bisschen Serie gucken, weil Julian wird heute zocken. Das ist bei uns immer so ein bisschen abgesprochen. An den Tagen, wo er zockt, entweder gucke ich dann selber Serie oder ich gehe auch ganz, ganz oft dann einfach ins Fitnessstudio. Habe aber heute ehrlich gesagt keine Lust. Ich war aber auch erst vorgestern im Fitnessstudio gewesen und ich habe auch noch ein bisschen Muskelkater. Deswegen ist das auch alles nicht so schlimm. Das Wetter ist aber auch einfach nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt ins Fitnessstudio. Nein, ich habe einfach keine Lust. Ich möchte heute einfach nur mir was Leckeres zu essen machen, meine Serie gucken und den Abend ausklingen lassen, in der Hoffnung, dass die Jungs gut schlafen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier auch. Ich hoffe, dass alle, die bis hierhin geschaut haben, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein kostenloses Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Benachrichtigung. Macht's gut!